Jo meine Freunde, was geht mal wieder? Willkommen zu einer Folge hier in Spider-Man 2 mit dem schwarzen Peter Parker, mit dem schwarzen Anzug von Spider-Man jetzt in New York. Wirklich, letzte Folge war abnormal, grandios, geil inszeniert. Peter ist fast gestorben gegen Kraven, der wurde aber abgestochen. Und dann hat Harry eben gesagt so, yo, schwarzer Anzug, gib das mal dem Peter. Und jetzt hat er den schwarzen Anzug am Start und ja, das Gefühl rumzuschlagen, das Gefühl, einfach, ja, sich auszutoben, war wirklich ein anderes Gefühl und ich frage mich, ob das wirklich auch dann durchgehend so ist, dass es auch so OP wirkt. James ist wieder am Start. Sein Stachel wurde wie eine Trophäe entfernt. Wir können nur vermuten, dass die Jäger dafür verantwortlich sind. Tun sie, was die nichtsnutzigen Spider-Man nicht tun und schalten diese Gefahren aus? Oder zieht Spider-Man endlich andere Seiten auf? Ich sag Ihnen, sollen sie sich doch gegenseitig umbringen. Sie machen die Welt nicht zu einem besseren Ort. Und je weniger maskierte Missetäter auf unseren Straßen herumlaufen, desto besser. Wenn sie erstmal weg sind, stehen uns wieder ruhigere Zeiten bevor. Wäre das nicht herrlich? Ich sehne mich nach normalen Nachrichten. Ich will wieder über die zusammenbrechende Wirtschaft und die verdorbene Jugend nicht, Bro, sprechen. Statt... Du willst aber nur Katsching Geld machen auf Spider-Mans Namen, du Knecht. Und er hat ja auch das Scorpion-Projekt finanziert, um gegen Spider-Man anzukämpfen. Aber das Scorpion-Projekt lief leider, ja, wie man auch sehen kann, sehr, sehr, ja, schlecht. So, ich würde jetzt gerne mal gucken, ob das... Oh, okay, let's go. Ich will gerne mal mit Peter ein bisschen hier mal rumkämpfen gegen diese Knechte. Ach du Scheiße, was denn hier passiert? So, geh mal auf, bitte. So, bam. Let's go. Das ist noch relativ normal, wie der rote Anzug hier. Alter. Kann's einfach so tragen, der Peter. So, kann ich mal hier kämpfen? Ich will gerne mal gegen Straßenschläger kämpfen, nur gegen Jäger. Einfach gucken, wie es hier so ist. Müssen wir eure Führerscheine einziehen. Okay, ich würde gerne gegen Schurken oder gegen, ja, kleine Schläger kämpfen, weil ich will echt mal gucken, ob es wirklich noch so OP ist, gegen Normale zu kämpfen, weil ich konnte es aber gegen Schilde schlagen, ich konnte es aber gegen andere schlagen, einfach nur viel expammen, nicht mehr ausweichen, nicht mehr irgendwie gucken, dass man getroffen, einfach durchschlagen und durchprügeln. Bin gespannt. Die Sache ist jetzt aber auch, dass der Harry das nicht mehr hat, diesen Schwarzanzug, und ich hoffe, er wird jetzt nicht krank dadurch. Ich glaube aber, er wird leider jetzt ohne den Anzug und den Symbionten, ja, wieder krank sein. Und ja, Peter wollte es zurückgeben, aber es ging nicht. Ich denke, der Symbiont wird auch nicht mehr bei Harry zurückgehen wollen. Ich glaube, er wird bei Peter bleiben wollen. Also, ich denke so, die Spider-Man-Kräfte, das schmeckt dem Symbionten sehr so und... Deswegen bin ich gespannt, wer wird Venom sein, ob das auch Harry sein wird oder ob das vielleicht Peter selber sein wird. Wir werden sehen. Ich bin aber sehr gespannt hier. So, ich brauche ein paar Windkanäle. Eigentlich, aber schaffe ich es noch so rüber? Schaffe ich es so rüber, Jägerspion, ne? Dann würde ich mal sagen, ich will... So, genau, sprengen. Sehr gut, dass man noch ein bisschen surfen kann. Ich schaue mal ganz kurz, ob es hier vielleicht noch irgendwas anderes gibt. Graffiti-Problem ist alles nur für Mainz, Brooklyn... Heiz, Strom. Ja, das sind jetzt so diese kleinen Missionen. Ich will aber gerne so kämpfen und mich durchprügeln und mich ein bisschen austoben hier mit dem schwarzen Anzug. Endlich habe ich ihn auch bekommen, ey. Ich finde ihn so geil, dieses Design auch, ne? Warte mal ganz kurz. Apropos schwarze Anzüge, ich würde gerne mal kurz nochmal reinschauen, ob man auch für andere Spider-Man-Anzüge den schwarzen Anzug freischalten kann. Es gibt ja den Tobey Maguire-Anzug in schwarz, also von Teil 3 wirklich richtig, richtig geil. Gibt es den aber auch für Andrew Garfields? Oder der ist da jetzt gerade an? Warum lädt das jetzt so lange? Ah, jetzt ist es... Oh, ach so, nein, nein, ey, nein! Ich will den schwarzen Anzug wieder haben! Das war jetzt nicht geplant so. Ich will den schwarzen Anzug wieder haben. Anti-Org-Anzug. Nee, 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 ich will den schwarzen Anzug wieder haben. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Nein, nein, ich wollte das nicht. Ich will den schwarzen Anzug wieder haben. Wie kann ich den wieder anziehen? Aber warte mal, apropos Anzüge. Ich würde noch mal ganz kurz mich verbessern, weil ich habe das gar nicht gemacht im Let's Play. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen, Leute. Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen mehr Gesundheit. Wir haben richtig viel Technikteile. Das sollten wir auf jeden Fall machen, Leute. Ja, bla bla bla, genau. Pro Gruppe kann nur einmal oder bla aktiviert sein. Genau, also wir können uns jetzt entscheiden zwischen zwei Dingern hier. Aber ich würde erstmal auch mal hier Fokus ein bisschen mehr aufladen. Oh, zwei Fokusbalken, sehr gut.
Machen wir mal rein. Durch Fähigkeiten erlangter Fokus erhöht sich um 10%. Ja, wir haben so viel an Zeugs hier. Das haben wir gar nicht ausgegeben. Fokuserhöhung durch Status und Takedowns. Machen wir mal rein. Richtig, richtig geil. So, Fortbewegung will ich auch nochmal ganz kurz hier machen. Gleitlänger mit den Netzflügeln. Richtig geil. Machen wir rein. Gewährt einen explosiven Boost auf den Punktsprung, sodass du bei der Landung nach dem Schwung zu einem Vorsprung, bla bla bla. Ich würde aber wieder auch mal auf Gesundheit gehen, wenn es geht. Gewährt wieder ein bisschen Heilung machen. Wie mal rein. Ach, können wir wieder beides nehmen oder was? Ah, wir können beides verbessern, aber dann nur eins aufrüsten. Das ist eigentlich ganz geil, aber ich will den schwarzen Anzug wieder haben. Wo kann man den wieder anziehen, Leute? Nein, ich habe den ausgezogen, Leute. Was habe ich getan? Ah, hier, ah. Ah, das ist genau hier daneben, ich Vollidiot. Ich bin so ein Idiot, Leute. Ah, das findet jetzt auch ein bisschen länger. Okay, sorry für die Panik hier. So, schwarzer Anzug und da oben sind ein paar Jäger, die süß. So, komm, da hier. Bam, Junge. Und halt ihr süßen... Ach du Scheiße. Ah, hier kann ich wieder nicht mehr durchschlagen mit dem schwarzen Anzug. Hier ist es wieder ein bisschen anspruchsvoller. So, bam, Junge. Also das ist zu geisteskrank hier. So, bam. Ja, also Schaden ist glaube ich schon ein bisschen mehr, aber es ist nicht mehr so krass wie am Anfang, als wir den bekommen haben. Aber ist auch klar. Ne? Denke mal, das ist so eine Art Eingewöhnung für Pizza. Da ist ein Flieger. Was bist du denn hier? Ey, hallo, ey. Wo kommst du denn her, Alter? Machen wir mal auf hier. Raft? Juri? Gute Arbeit. Hey, was auch geht? Ich hab dich. Was? Stimmt nicht. Hab sie gar nicht gesehen, dass sie hier war. Ich dachte, nur ich wäre hier. Na gut, alles klar. Dann würde ich sagen, ciao, Juri. Wir sehen uns dann. Also, wir können auch Juri sehen. Wir können auch noch eigentlich Miles sehen, aber Miles ist lange nicht mehr draußen gewesen. Ich glaube, wegen dem Aufsatz von seiner College hier. Aber ja, na gut. Wir gehen zur Hauptmission. Und suchen dann nach Craven und nach dem Lizard. Der ist ja auch ausgebrochen. In seiner anderen Form. Was ist passiert? Jäger. Sie sind hier seit Tagen unterwegs. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Es hat mich fast umgebracht. Ich kann dir nicht helfen. Ich kenne dieses Symbol. Bitte geh! Warten Sie! Ich kann Sie vor den Jägern beschützen. Um die geht es nicht! Ich habe das in Volgograd hinter mir gelassen. Das Feuer ist entzündet. Das ist jetzt sein Dschungel. Craven? Kravinov. Das Feuer ist entzündet. Alter, MJ sagte, du wärst fast gestorben. Bist du okay? Hey, Miles. Ich hab mich nie besser gefühlt. Ich hätte bei... Warte. Absolut. Hey, ich ruf zurück. Ich muss Lagerfeuer ruinieren. Okay. Okay, also der Craven heißt hier also Kravinov. Und ja, dann... Halt mal deinen Maul hier. So, können wir mit dem Symbionten auch ein bisschen leise vorangehen? Ich glaube, es geht sogar auch. Ich will aber reingehen mit dem Symbionten. Einfach reingehen und alle verprügeln und... Oh, geil, Alter. So, Finisher. Ja, hier sind jetzt die Finisher wieder aber normal. Also, ich will wieder so... Symbionten-Finisher haben. Wisst ihr, was ich meine? So, wie am Anfang des Anzugs, als wir ihn bekommen haben, Oder ist es nicht mehr so krass mit dem Symbionten? Also, es fühlt sich jetzt nicht so krass an irgendwie, also wie ich es mir gedacht habe, aber ist auch egal, einfach reinschlagen jetzt hier, so, bam. Okay, eingespinnt. Also der einzige Unterschied ist dann diese Symbionts-Hiebe da. Brauchen wir ein bisschen Wasser, du, ne? Was können wir jetzt hier machen? Ah, hier. Wodka? Wodka aus Volgograd? Volgograd, so, Wodka. Party. Ich frag mich, was es zu feiern gibt. Einfach Wodka hier, warum nicht, ne? Ziemlich unhöflich von Craven, mich nicht einzuladen. Schon. Aber noch nie aufgehalten. Das jetzt nicht wegmachen? Das Feuer? Ah, das müssen wir wegmachen. So. Weg mit dem Scheiß. Mag niemand. Ich hasse Feuer. Lagerfeuer hier. So, dann zum zweiten. Da waren nicht drei oder so, oder nur zwei? Keine Ahnung. Aber apropos Craven, ne? Also der war schon auch krass, du, ne? Also der hat einfach Spider-Man da abgestochen, hat also seinen Schlag festgehalten und ihn einfach dann mit seinem krassen Messer da weggenatzt, so. Also das war schon krass, du, bin ich ehrlich. Glaubst du, Craven hat endlich gefunden, wonach er sucht? Ich bin ihn auf seiner Suche bis ans Ende der Welt gefolgt.
habe die Enttäuschung in seinem Gesicht in jedem Winkel der Welt gesehen. Ja, der Craven ist für mich aber ein Hobbyloser, bin ich ehrlich, Leute. Ne? So. Weg mit dem Scheiß. Habt ihr eine Genehmigung für das Feuer? Aber die Synchronisation oder auch seine Stimme, die ist voll tief und ja, so einfach so negativer drauf und so. Halt nicht mal so hell und fröhlich, ja. So, bam. Boah, den kennen wir auch schon, den Finisher. Aber gibt es nicht diese einzelnen, seltenen und nicht seltenen, aber halt so die einzigartigen Symbionten-Finisher? Oder kommen die doch erst später, wenn Peter sich vielleicht ein bisschen, ja, ausgetobt hat und mehr mit dem Anzug reinkommt? Ich denke aber auch, er hat noch ein bisschen Kontrolle über sich selbst, weswegen er nicht so aggressiv drauf ist, wie am Anfang. Ich denke, es kommt dann mit der Zeit, dass er dann nicht aggressiv ist und einfach Leute verprügelt und egal, wie es ihm da geht, so, ne? So. Alter! Aber auch das Symbiont, der Anzug, das Glänzende an seinem Anzug, das Glibberige, das passt so gut, ey. Das ist so geil, wirklich. Richtig, richtig geil gemacht von Summer Games. So, reiß mal raus hier, Pisa! Genau so. So wie es sehen hier. Symbionten-Action. Okay, Peter? Peter, geh da ran. Sie holen noch mehr Luxusgüter aus Wolgograd für dieses Event? Was für ein Event? Jagd-Event oder was? Jagdsaison für die Knechte oder wie? Eventuell bei den Docks. Vielleicht führt mich etwas dort zu Craven. Das wäre gut. Das wäre sehr gut. So, können wir jetzt hier mal hochspringen? Und hier machen wir mal so hier. Bam. Alter, der Symbiont, wie das aussieht, ey. Geil, 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 geil. Das ist jetzt nicht so geil, dass wir jetzt hier. Ich will nicht nochmal fragen. Knechte sehen hier, ein paar Jäger. Das ist alles. Wo ist der Rest unserer Lieferung? Bitte. Er braucht meine Hilfe. Hilfe! Jaja, das war die Sie, aber. Auch ein paar Knechte, die wir jetzt mal ausschalten müssen hier. So, komm her, du. Boah, das schwarze Netz so geil, ey, wirklich. So, ganz leise. Du bist die Spinnenbeute. Du auch. Warum macht Craven das alles jetzt? Das ergibt keinen Sinn. Wir sind allein. Niemand hört dich schreien. Warum Wodka? Ausgerechnet Wodka. Und das ist noch so viel. Und genau jetzt, wo sie alles gejagt haben, haben sie jetzt. Denken sie, die haben jetzt gewonnen oder was? Noch jagt der Superschurken und jetzt. Bewirtet er Gäste? Er ist es! Ich hab nur 3 gedrückt, Spiel! Ich hab nur 3 gedrückt, Mann! Alles okay? Venom Heap! Let's go hier! Weggenatzt du, ey! So! Geh mal weg hier, du Knechti! Das Gute ist ja mit 2 Fokusbalken, heißt, wir können es auch ein bisschen aufladen hier, aber erstmal finishen hier. Ich kann das zu eurem Boss bringen! Let's go! So! Bam! Ich muss gleich mal schauen im Skilltree, ob wir vielleicht noch Symbionten-Fähigkeiten haben zum Ausrüsten. Ich glaube, daran liegt es vielleicht auch. Ne? Ich muss mehr halt auf die Ausrüstung schauen, auf die Verbesserung, auf die Anzugstechnologie auch. Das mache ich viel zu selten im Let's Play. So, wo? Wo? Da! Ach du Scheiße! Hallo, hallo, oh, yo, ey, ey. Nicht cool, du. Mach mal weg hier. Nein, Peter! Peter, nicht das machen. Mach das genau so. So. Sturm hier, bam. Und bam, let's go hier. Also ich denke, der schwarze Speeder wird Craven safe so besiegen können. Weil Harry hat ja auch schon ihm ein paar Mal aufs Maul gegeben. Und ich denke, mit Spidermans Kräften dazu wird es eine leichte Aufgabe sein. Es sieht ein bisschen gruselig aus, wie sie da hängen. Wo ist der Letzte? Ah, da ist der Letzte. Was machst du? Bro, warum, Bro? Muss nicht sein, Bro. Ist nicht cool, Bro. Ah, wir haben diese ältere Fähigkeit oben rechts. Diese mega Symbionten-Attacke. Ziemlich schlecht. Ich helfe dir. Steh mal auf hier. Ins Krankenhaus, bitte. Nicht weit weg ist eins. So, dann schwing mal, Spidey. Oh yeah. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Komm mal rein hier. Du bist sicher. Okay. Wohin muss ich jetzt? 718 Kind. Okay, dankeschön, Hafenmitarbeiter. Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Hey Kumpel, wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Craven oder Kravinov veranstaltet eine Party in 718 Kent. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Moment, ich bin gleich da.
So, ich schaue erstmal ganz kurz, weil ich die davor schon erwähnt habe, mit den Anzügen und so. Wir haben noch mehr zum Ausgeben, ne? Ja, wir haben noch ein bisschen mehr Schaden dazu. Komm, let's go hier. Mehr Grundschaden, Schade gegen Gegner in der Luft ist erhöht. Ja, machen wir rein, let's go. Das ist richtig geil, Mann. So, dann würde ich mal sagen, die Fertigkeiten. Wir haben jetzt noch ein paar Punkte, glaube ich, freigeschaltet. Genau, hier, genau. Symbionten-Attacke, machen wir rein, let's go. Da habe ich richtig Bock drauf, ey. Was haben wir noch so? Drücke Symbionten-Reißer, machen wir auch rein. Let's go, Leute. Let's fucking go. Haben wir noch was zu machen hier? Erschütterungsstoße, Aufprallnetz. Machen wir auch mal rein. Aber ich würde erstmal hier vielleicht Netzschießer verbessern, wenn es geht. Genau. Erhöht die Netzschießer-Aufladung, erhöht das Schussmaximum. Genau so, genau so, genau so. Erhöht das Schussmaximum. Genau, machen wir auch sehr gerne einsetzen. Tun hier diese Fähigkeit. Zieht Wurfobjekte aus der Umgebung heran, sodass sie auf Gegner prallen. Ja, machen wir auch mal rein. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein hier. Mit Peter. Ist es schon ausgerüstet hier, diese Fertigkeiten von dem Symbionten? Ich hoffe, das ist jetzt schon drin hier. Das ist... Nee, warte mal. Das ist jetzt drin, ne? Ich hoffe, es ist jetzt drin hier. Okay. Dann erstmal zur Party gehen. Von Craven. Und dann hoffentlich wird Craven sich zeigen. Und dann ein bisschen mal hier aufs Maul geben. Das wäre ganz cool, du. Bin ich ehrlich. So. Ah, ich glaube, weißt du, was das für eine Stelle ist hier, ne? Dort vielleicht Peter sich umkleiden wird und dann sich reinschleichen wird als Kellner? Ich glaube, das ist die Mission, ne? Glaube sogar ja. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Wie kommst du rein? Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker-Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Aha. Sagt nicht, er kann jetzt einfach ein Smoking machen. Wir sind Blond. Das wäre anders krank. Oh. Wow. Ich bin ein Spion. Ein Spider-Spion. Der Anzug kann sich in ein Smoking verwandeln? Ah, hat er bei mir nie gemacht. Krass. Wirklich krass. Er hat einfach getan. Hey, du. Komm mal her. Bring das zu Mr. Kravinovs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Dima! Na los! Okay. Ich glaube, deine Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Dann suche ich mal Dima. Ist bereit. Wie können die so schnell... Geil, Symbiontenanzug. Also hätte ich einen Anzug, ich würde es auch richtig geil finden. Einfach in einem Smoking verwandelt. Ich weiß, du hörst mich. Nerv mich nicht. Und lass mal gucken, was sie so anbieten. Ich habe jetzt auch Loki ein bisschen Hunger, du. Apfeltaschen oder wie? Hätte schon Bock, du, sind die hier noch so? Ja, das, ich muss sagen, das vorsicht ein bisschen schwach aus. Klar ist noch was Kleines hier, aber das hätten die vielleicht ein bisschen besser machen können. Noch ein bisschen mehr Fleisch. Ja, also die sind gerade sehr in Stress. Das muss man so sagen. Hier komme ich nicht durch, ne? Was haben die hier noch so? Kuchen? Wer wird hier erwartet? Craven selber oder wie? Die Jagd ist noch nicht vorbei. Die Jagd, da gibt es noch ein paar zum Jagen. Zum Beispiel der Lizard oder auch Spider-Man. Also, ne, die müssen auch einiges jagen. Deswegen glaube ich, so Siegesfeier wäre noch zu früh. Aber warum macht er so, ey? Was hat er hier vor? Finde Cravens Leibwächter. Wow. Ich bin ziemlich schick. Ja, das bist du, Peter. Großartig. Ich war in der Hauptstadt. Na, Peter findet den Anzug jetzt richtig geil, du, ey. Alles Jäger. Und das Gute ist, falls irgendwas passiert, dann zurückverwandeln als Spider-Man und dann alle verprügeln. Ist toll, ne? Entschuldigung. Muss mir hier durch, danke. Als unsere Basis zu etablieren. Interessante Wahl. Okay. Ja, sind echt alles nur Jäger, also... Bewegung, sonst breche ich dir was. Das Kämpfen oder was, ey? Guck mal, also ein Schlag von Spider-Man und er ist down. Und er ist nichts, er ist Hackbrei. Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Ein echter Jäger passt sich an. Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Bin überrascht, dass der Anzug auf mich gehört hat. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen.
Hast du gesehen, dass er oben die Stoßzellen... Ja, jetzt kommen so, glaube ich, so die Vorteile vom Anzug, ne? Und da wird sich Peter auch selber merken und denken dann und dann auch sagen so, yo, ich will den Anzug gerne behalten, ey. Das am Podium ist wahrscheinlich der Oberkellner. Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, wieder Kratos. Er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Kravinov heute Abend zu uns? Es gibt einige, Verdammt, Craven ist nicht hier. Schildträger? Hört sich nach einem Leibwächter an. Ich reiß ihn mit bloßen Händen auseinander. Er ist nicht dein Ziel. Tötest du ihn, erledigt dich Craven. Ja, also die Jäger sind so, also die sind so, ja, speziell, kann man sagen. Sehr, sehr spezielle Menschen. Und das ist ein Leibwächter, oder was? Muss er sein. Ihr Essen, fressen, Sir. Hund. Futter ist hier. Was soll das sein? Ich soll das Mr. Kravinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, naja, groß sind? Bisschen schmalschieren, Peter. Bisschen Honig ums Maul schmieren. Was für ein Zufall. Das wollte ich gerade tun. Er hat zu dem Raum hinaufgesehen. Ich muss den Aufzug finden. Dima, so. Dima haben wir, glaube ich, auch schon gehört, den Namen. Wie groß ist denn bitte Dima? Das ist zu unheimlich. Als wir mit Emge unterwegs waren. Stell nur den Teller hin und geh. Ganz einfach. Mal sehen, wie es dir geht, wenn du es machen musst. Platz da! Oh, sorry. Nicht sorry, verschwinde einfach. Auf den Weg! Dieses Chaos hier. Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot. Aus dem Weg! Nein, nicht, warte! Was stehst du denn auch direkt vor der Tür? Ich hab gesagt, warte! Hast du gar nicht! Schon. Ich habe nichts. Komm schon, komm schon! Seid still, alle beide! Sammelt schnell alles auf und weiter! Ja, vielleicht hat Peter jetzt drei Leben ruiniert, ne? Ich glaube, er hat jetzt Leben ruiniert, du. Mit seinem Anwesen, mit seiner Anwesenheit. Ja. Erst Dima finden, dann Craven und sein Lizard-Serum. Ganz einfach. Besuch Cravens Launch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir in der nächsten Folge dann reingehen in Cravens Launch und mal gucken, wie Dima aussieht. Ich denke, er ist auch ganz krass. Dann würde ich sagen, krasse Folge, wirklich. Also mit dem Anzug, mit dem Symbionten, dass er sich aber so verwandeln kann und dass er auf Pete auch ein bisschen hört. Also er wird merken, dass der Anzug geil ist und dann, glaube ich, wird er nicht mehr zurückgehen wollen und dann vielleicht entsteht ein Streit zwischen Peter und Harry. Wir werden sehen. Gerne supporten, Leute, liken, kommen, sind bleibt gesund und ciao, ciao.